Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind an einer Bahnschranke hier in Heisenberg City, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben die Autobahn gebaut und wir haben ja hier eine Ausfahrt gemacht. Eine relativ spezielle, behaupte ich jetzt mal, einfach direkt von der Autobahn runter, hier runter geschlängelt, hier einmal durch, da lang und so weiter. Ich zeige das gerne nochmal, weil jetzt werden wir hier das Ganze noch, wie soll ich sagen, befahren oder befahren lassen. Weil, ja, einerseits müssen wir erstmal die Autobahn hier befahren lassen, damit hier Fahrzeuge fahren würden. Wir können es aber auch andersrum machen. Wir können nämlich zwei Sachen miteinander verbinden. Dass wir hier hinten bei diesem großen Bahnhof hier für die Personenzüge und für die Güterzüge noch einen Busbahnhof hinmachen. Dann werden wir die Busse hier langlotsen, die Düsen hier rüber und dann hier über dieses neu gebaute Teil rüber nach irgendwo da oben. Da müssen wir dann gucken, wo wir die hinhaben wollen. Ja, und sonst eben, ja, hier, da sind sie wieder, die Probleme. Der Stadler Kiss, er muss mal wieder warten. Ja, das ist halt tatsächlich hier einfach nicht ganz ohne. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben uns das schon mal angesehen, was man hier genau machen könnte. Hier kommen wir nicht lang, da ist ein Pfeiler im Weg. Wenn ich die Brücke abreiße, das wäre schade um die Brücke. Die kriege ich dann nie mehr so hin. Das war eine Überlegung. Was man vielleicht machen könnte, wäre, dass wir hier mit diesem Damm im Prinzip auf eine Brücke raufgehen. Hier rüber, meinetwegen hier noch rüber. Und dann irgendwie hier oben in die Gleise rein. Wobei, dann haben wir hier natürlich das Nadelöhr. Aber wenn wir zum Beispiel hier lang gehen, dann könnten wir das Depot kappen und kämen dann hier rein. Das würde Folgendes heißen, das bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Weil das einzig freie Gleis, das wir haben, das ist hier. Wir müssten dann im Prinzip hier quer rüber. Das heißt, wir legen dann alles das hier wieder flach, wo die ICEs fahren. Ja, ist ja auch nicht so wirklich ideal. Und hier nochmal rein, in dieses Gleis möchte ich auch nicht. Man sieht, hier sind eh schon etwa drei Linien, glaube ich, drin. Das ist auch keine Lösung. Man müsste, ich weiß auch nicht, vielleicht doch nochmal einen Bahnhof machen hier. Den Vorschlag gab es auch schon für Oberböser, dass wir da nochmal einen zweiten kleinen Bahnhof hinstellen. Warum nicht vielleicht hier auch noch? Dass wir hier so rübergehen, hier einen kleinen Bahnhof hier hinstellen, so einen Kopfbahnhof oder irgendwie sowas. Und den Stadler Kiss da reinlotsen. Wir hätten dann zumindest das Problem gelöst. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Sollen wir das so machen oder sollen wir es so lassen? Oder habt ihr vielleicht sogar eine andere Idee, was man hier machen könnte, damit ja eben primär wirklich hier der Stadler Kiss und auch die Teile hier, die ins Büro besser in den Bahnhof reinkommen. Man sieht schon, es sind einfach zu viele Züge für zu wenig Gleis. Hier ist so ein Betrieb, da fahren da und welche rein raus und hier ist halt das Nadelöhr, beziehungsweise hier hinten. Und da haben wir das Problem. Gut, aber jetzt zu dem, was wir wollten. Nämlich hier eine Busverbindung, damit wir diese neue Strecke da hinten per Straße mal noch befahren können. Ich möchte ja gar keinen großen Aufriss machen. Das ist allerdings der falsche Bahnhof, denn das ist der Güterbahnhof. Wir bräuchten das Teil hier vorne. Dann würden wir hier langfahren. Hier runter. Und dann wird es aber schwierig, dass wir die Strecke hier nutzen. Wir müssten das irgendwie noch verbinden. Die erste Idee war eben, hier eine Bushaltestelle zu machen. Das hätte schon Sinn gemacht. Aber nicht, wenn das natürlich der Güterbahnhof ist. Da brauchen wir den Personenbahnhof. Wenn wir das so machen, ich würde sagen, wisst ihr was, dann ziehen wir hier eine Straße runter. Machen wir das doch ganz einfach, dass sie da im Prinzip fast gezwungen werden, runter zu düsen. Irgendwas, was ein bisschen nach was aussieht und irgendwie, genau, zwei Fahrbahnen, 50 Kilometer Fahrzeuge zulässt. Warum nicht den Gleis entlang? Na, das ist doch eigentlich auch eine Idee. Dann sieht es auch noch ein bisschen nach was aus. Sprich, dass wir hier so lang gehen. Möglichst nah dem Gleis folgen. So, plus minus etwa so. Hier unten raus. Dann hat das nämlich auch noch was. Jawohl, und dann eine Sichel. Nein, natürlich nicht. So, hier runter, hier rein. Ja, machen wir gleich mal so. Zack, jetzt hier oben. Brauchen wir noch den Anschluss. Da müssen wir wahrscheinlich eine Kurve machen. Jawohl, machen wir so und schon passt das. Und schon können wir die Bushaltestelle setzen. Da machen wir, wie gesagt, nichts Riesiges. Irgendwie, keine Ahnung was. Ja, warum nicht irgendwie sowas? Das ist nicht gerade klein, ich gebe es zu. Und vor allem, nee, das ist von krumm nach schief. Das ist auch von krumm nach schief. Warum hängt das denn so krumm hier auf der Straße? Das ist interessant. Passt hier oben auch nicht. Ja, hier wird es halbwegs gehen. Dann machen wir dich mal hier hin. Dann müssten sie aber hier wieder runter oder da drehen. Wir können das Ganze natürlich noch so machen, dass wir hier noch so eine kleine Behelfsschleife einbauen. So, gerne mit der Straße. Dürfen da... Nee, da dürfen Kraftfahrzeuge nicht rauf. Okay. Wir bräuchten dann schon eine Straße, wo die auch wirklich drehen können. Da kommt gerade der Personenzug. Moment, da möchte ich auch noch was schnell gucken. Nämlich...
Da, 1136 Leute. Krass. Ja, den kriegen wir wahrscheinlich nicht voll, würde ich jetzt mal behaupten. Und da lehne ich mich wahrscheinlich nicht mal weit aus dem Fenster raus. Aber ich bin halt gespannt, ob nicht vielleicht doch der eine oder andere einsteigt. Wenn wir eine Busverbindung haben. Und zwar nicht nur hier, sondern auch auf der anderen Seite natürlich. Er ist halt schon lang. Aber cool, ich mag's. Wenn's, ja, wenn die Züge so lang sind, wenn Güterzüge so lang sind. Ich muss zwar sagen, ich finde den Güterzug fast besser, weil irgendwie, ja, lange Güterzüge, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie realistischer. Auch wenn ich immer sage, das Ganze muss ja nicht realistisch sein, das ist eine Modelleisenbahnanlage, eine virtuelle. Aber trotzdem, Güterzüge so lange, ach, die sind halt schon cool. Der müsste eigentlich fast schneller sein als diese 75 km/h. Das geht aber nicht auf der Strecke, das ist klar, sonst kommt er mit den Güterzügen sich ins Gehege. Also irgendwie eine separate Linie und dann schnellere jetzt kriege ich einen Durcheinander. Schnellere Personenzüge in der Länge. Aber okay, es ist schon in Ordnung, so wie es ist. Aber das ist irgendwie Käse, weil das fliegt. Können wir hier nicht eine Bushaltestelle machen, die irgendwie nicht fliegt oder krumm ist? Das müsste doch eigentlich zu schaffen sein. Sonst machen wir hier so eine Tafel hin. Das ist eigentlich auch okay. Gut. Oh, Bing-Bong. Hört ihr das? Genial. Da hat jemand in den Kommentar geschrieben, beim Schluss vom einen Video kam das schon mal, ob ich das auch gehört habe. Ja, deswegen habe ich das Video so lange laufen lassen. Jetzt habe ich es aber bewusst zum ersten Mal richtig gehört. Woran hängt das denn? Oder woher kommt das? Von einem Wagen? Müsste eigentlich. Oder von der Lokomotive? Von einer dieser vielen Lokomotiven. Das ist ja cool. Eigentlich hätte sich der Zug mit so einer Ansage eigentlich verdient, dass er nochmal durch 30 andere Bahnhöfe durchfährt. Kann schon sein, dass das mit den Lokomotiven zu tun hat. Ja, gut, wie auch immer. Also, wir haben jetzt hier Folgendes. Wir haben hier eine Bushaltestelle. Ja, das müssen wir sowieso mit Wegpunkten machen, weil der Bus, der wird nicht da lang fahren, wo wir das wollen. Und jetzt haben wir aber hier das Problem, wenn man hier hochfährt, dann kommt man nur auf die Autobahn. Und wir müssen natürlich irgendwie hier in die Stadt rein. Hier, dieser Bereich, der geht, das haben wir ja gesagt, hier rüber, dann da oben rum und dann weiter in die nächste Stadt, irgendwo um den Flughafen rum. Das folgt dann bei Gelegenheit. Ich würde mal sagen, wir machen das folgendermaßen. Das war irgendwie vielleicht hier unten durch sogar gehen, wenn das geht. Wir müssen mal gucken, da brauchen wir mal eine Straße. Pflasterstraße. Eine Pflasterstraße, wie sieht die aus? Wow, cool. Ist eigentlich okay. Kann man nehmen. Nehmen wir mal. Dann führt hier eine Pflasterstraße durch. Wenn wir hier rauskommen. Und eben hier unten durch irgendwie. Da würde ich mal sagen, bemühen wir mal Kollege N. Ja, und dann funktioniert das nämlich schon. Und da müsste man doch auch irgendwie zwischendurch kommen. Werden wir gleich sehen. Wir machen dich mal dahin, wo du auch funktionierst. Das ging doch gerade. Moment. Bisschen weiter raus. So, gerne mit diesem Portal hier. Und jetzt mal gucken, ob er hier durchkommt. Das müsste eigentlich schon klappen. Ah, aber da macht er komische Sachen. Irgendwie hat er, glaube ich, den Damm mitgenommen hier. Eigentlich musst du nur eine Straße machen. Oh, man sieht schon. Oh doch, es geht. Aber das ist doch komisch. Wo ist denn jetzt der Damm hin? Da hängt halt der Damm ein bisschen rein. Das ist aber in Ordnung. Das kaufen wir. Okay, das ist... Nee, das ist irgendwie nicht wirklich ideal. Das kappen wir nochmal. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir es trotzdem stehen lassen sollen. Aber die Busse fahren natürlich hier lang. Das ist natürlich nicht wirklich gut. Kommen wir hier unten durch. Das müsste eigentlich funktionieren. Dass wir hier halt nochmal in den Tunnel reingehen. Ja, und das klappt dann auch. Okay, hier raus. Da ins Tunnel rein. Und dann hier oben. Vielleicht eher ein bisschen so ausgerichtet. Irgendwie hier durch. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Machen wir das mal. So, jetzt brauchen wir hier die Straße aber nicht mehr. Die hier eigentlich auch nicht. So, schnappen wir uns wieder die Straße. Und was ich dann auch... Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das schon gesagt oder wollte ich das noch sagen? Dass wir dann hier relativ schnell diese frei platzierbaren Straßen... Blödsinnstraßen. Heiße Häuser. Das sind Häuser, ja, die Teile mit Dach. Die frei platzierbaren Stadtgebäude. Hier hinstellen. Hier um diese... Konstruktion rum. Mich würde interessieren, wie das dann eben wirkt und aussieht. Dann werden wir das hier zum ersten Mal bei einer Stadt machen und später werden wir das bei weiteren Städten dann natürlich auch machen. Das haben wir ja eh schon angesprochen. Hier unten durch wäre jetzt die Idee und der Wunsch.
Und das klappt eigentlich auch perfekt. Und dann gehen wir doch hier rein. Wenn es irgendwo funktioniert. Jawohl. Sehr schön. Ja, ist in Ordnung. Hier gerne auch mal wieder dieses ältere Portal. Und dann werden wir hier kurz die Spuren der Vergangenheit beseitigen. Da haben wir nämlich doch mehr als nur eine hinterlassen. Hier oben auch noch ein bisschen. Hier ist auch noch was. Das ist wahrscheinlich von der früheren Straße her noch. Und sonst passt das hier eigentlich relativ gut. Okay, jetzt fehlt hier die Bushaltestelle. Ich brauche mal schnell die Linien, damit ich sehe, wo verkehren hier Busse. Das wäre dann hier und dann hier. Dann sehen wir hier zum Fernsehturm. Das ist diese Linie. Und hier ist eine gelbe. Wisst ihr was? Wenn wir hier doch zum Beispiel eine Bushaltestelle hinstellen, dann müsste das doch funktionieren, dass die dann da langfahren können. Wenn wir das natürlich entsprechend regeln mit, ja, mit Wegpunkten. Okay, ich brauche aber erstmal die Bushaltestelle. Nehmen wir mal dich. Das würde sogar klappen. Okay, jetzt neue Linie von hier. Einmal quer rüber nach hier hinten. Nach hier. Und dann sieht man, die machen genau das Falsche. Beziehungsweise sie machen natürlich das Logische. Aber das ist halt trotzdem nicht immer das Richtige. Zumindest ist es nicht das, was wir wollen. Wir werden das aber erstmal hier beschreiben. Dann haben wir es. Das ist, ja, im Prinzip einfach, wie sagt man dem denn? Ein Kilometer Bushaltestelle für Zug, ein Kilometer, nein. langer Zugbus, nein, auch nicht. Gott, was schreibt man denn da? Im Prinzip ist es ja außerhalb. Es ist im Prinzip ein Bus. Aglo. Heisenberg City. So, ich denke, das kann man machen. Dann weiß man ungefähr, was es ist. Geht ja nicht zum Flughafen. Der Flughafen ist hier. Das ist wieder eine andere Buslinie. Okay, jetzt brauche ich aber, warum mache ich es denn zu? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich mache es wieder auf, weil wir brauchen die Wegpunkte. Zack, hier. Wegpunkte, zack, irgendwo anders. Nämlich, wo sind sie denn? Die sind bei der Straße, nehme ich an. Hier unten sind sie. Vielleicht mal sogar so einen Wegstein. Haben wir eigentlich noch nie genommen. Hydranten hätten wir auch noch. Ich finde eigentlich die Hydranten auch okay. Machen wir die mal. Und jetzt machen wir mal. Die kommen auf die Straße, die sollten aber nicht auf die Straße kommen. Echt jetzt? Ja, ein bisschen versetzt. Das ist aber nicht ungefährlich. ich nehme das Teil mal nochmal weg. Okay, dann nehmen wir eben doch. Ich würde sagen, warum nicht mal diese Steine? Weil die Tafel ja, die haben wir schon ein paar Mal und die Steine sind dann auf dem Gehsteig. Das ist in Ordnung. Also hier lang. Dann wollen wir, dass er hier lang düst. Hier das Tunnel durch. Hier hinten hin und dann vor allem primär hier rauf. Deswegen hier die Wegpunkte. Dann, Moment, hier der Straße folgend. Und dann der Rest müsste sich dann eigentlich automatisch ergeben. Hier oben halt rein, darüber und da zur Haltestelle. Gut, jetzt wird es interessant mit den Wegpunkten. Ich bräuchte die mal eingeblendet. Da haben wir sie schon. Okay, wir fangen hier hinten an. Das ist, was ist das hier für eine Haltestelle? Namens Kirchplatz, Kirchgasse haben wir hier erwischt. Du bist Alt-Gallo-Abzweig. Ja, weil du bist der Bahnhof. Ich bräuchte natürlich die Bushaltestelle. Die erwischt man fast nicht, wenn sie so klein ist. Die Kirchgasse ist das. Okay, von der Kirchgasse wollen wir hier runter. So, einmal nach hier. Ja, ich muss doch ein bisschen raus, damit ich es erwische. Dann nach hier vorne. Den bräuchten wir ja gar nicht. Wir nehmen ihn trotzdem mit, wenn wir ihn schon haben. Hier rüber. Und dann sieht man schon, die wollen hier schon in die Stadt rein. Und wir wollen aber hier lang. Dann hier oben hin. Und dann gerne dahin. Okay, und jetzt den ganzen Spaß zurück vom Kirchplatz. Wollen wir hier runter. Hier hin. Okay, dann weiter hier runter. Wo war der andere Wegpunkt? Der war hier. Dann hier rüber. Dann haben wir hier wieder den Wegpunkt, den wir so nicht brauchen würden, weil es wird sowieso angenommen. Aber wir nehmen den, weil wir ihn haben, ganz klar. Und hier das gleiche nochmal. Und dann müsste das eigentlich eh schon passen. Hier drehen sie. Und hier benutzen sie genau den Weg, den sie benutzen sollen. Gut, ich würde sagen, wir brauchen die Busse. Ich bin gespannt, wie das so ist. Hier rüber, dann hier runter. Mal gucken, wie das so wirkt. Okay, ist das hier ein Straßenfahrzeugdepot? Echt jetzt? Ich muss da nicht speichern. Nein, das wäre neu. Das muss man tatsächlich nicht. Nee, das war nur irgendwie eine falsche Markierung. Die Depots sind ja eh nicht angeschrieben, wenn wir das demarkiert haben hier oben.
Aber irgendwo hier unten müsste doch... Da haben wir doch ein Straßenfahrzeugdepot. Dann kaufen wir euch doch hier. Was kaufen wir denn Schönes? Das ist die Frage. Irgendwas, was irgendwie halbwegs passt? Aber da passt natürlich alles. Das ist einfach ein Bus, der da lang fährt. Warum nicht irgendwie so ein Mercedes Sprinter? Haben wir die schon? Ich weiß gar nicht. Ihr seht schon, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Einmal überschreiben, Dankeschön. Oder die hier, diese Hescania, die sehen natürlich auch relativ nett aus. Ich würde die hier nehmen. Zack, und die funktionieren nämlich auch. Da machen wir jetzt auch nicht so viele. Wobei, doch, da machen wir ein paar, damit wir ein bisschen Verkehr haben. So, ich höre Flugzeuge. So, Linie zuweisen. Da muss ich ein bisschen rauszoomen, damit das hier auch noch daherkommt. Bus Aglo, Heisenberg City. Und dann werden wir jetzt mal mitdüsen. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir jetzt von dort weg, wo die hin müssen. Wenn man hier guckt. Ja, die müssen doch ein paar Meter müssen sie fahren. Okay, ist von der Dingens her nicht wirklich ideal, von der Position, wo wir jetzt gestartet sind. Das macht aber nichts. Wir steigen hier trotzdem mal ein. Und genießen mal die Fahrt ein bisschen. So oft sind wir hier in Heisenberg City auch nicht unterwegs. Und dann werden wir noch auf der anderen Seite natürlich auch noch Busse installieren. Das wird aber weniger aufwendig, weil wir da nicht mit Wegpunkten groß arbeiten müssen. Da haben wir nicht so eine Brückenkonstruktion, die ich unbedingt befahren möchte oder wollte, so wie hier. Sondern da können wir einfach random was machen. Einfach um zu sehen, ob dann tatsächlich Leute den Langpersonenzug benutzen. Das werden wir dann rausfinden. Und dann eben die frei platzierbaren Stadtgebäude hier. Das muss ich gucken, ob das noch reicht in der Folge. Das könnte tatsächlich sein, dass wir da noch dazukommen. Sonst werden wir das dann einfach in der nächsten Folge in Angriff nehmen, während sie hier schon wieder fleißig bauen im Industrieviertel. Weiß ich zu schätzen. So, was ein bisschen schade ist, ist Kritik auf sehr hohem Niveau. Was ich jetzt hier sage. Aber irgendwie müssten die Industriegebäude, wenn sie gelevelt sind, auch höher sein. Weil es gibt ja bei den Wohngebäuden richtige Türme, also halbe Wolkenkratzer. Und in der Industrie bleiben die Firmen eigentlich immer, glaube ich, relativ, ja, kurz, klein. Nicht hoch halt. Und das finde ich ein bisschen schade. Das hat dann immer so den Eindruck, als würden die ein bisschen hinter dem Zentrum herhumpeln, was die Größe angeht. Aber eben, das ist Kritik auf, ja, hohem Niveau, sage ich jetzt mal, weil aussehen tut es trotzdem cool. Man ist halt hier ein bisschen eher im ländlichen Bereich und wenn man in die Stadt reinfährt, dann ist man halt tatsächlich in der Großstadt. Das ist ja auch nicht so schlimm. So, hier schön Bahnschranke. Sie geht gerade auf, als hätte man sich das gewünscht. Oh je, da sitzt schon wieder so ein Arbeiter. Eigentlich habe ich die Mod geupdatet. Warum sitzt der immer noch da? Ist der noch von früher, als das Update noch nicht griff? Kann eigentlich nicht sein. Ich weiß es nicht. Also, ein Update habe ich gemacht und dann hieß es, dann müsste das eigentlich jetzt wieder weg sein. Mal sehen, ob wir nochmal viele von denen sehen. Dann wissen wir, dass das Update doch nicht funktioniert hat. Oh, da fährt ein Stadler Kiss. Was ist denn jetzt kaputt? Der hat tatsächlich freie Fahrt. Das freut mich natürlich. Man sieht schon, ist nicht so, dass die jetzt da gar nicht mehr fahren können. Aber die Wartezeiten sind halt Käse, das ist ganz klar. So, einmal über die Brücke rüber. Das ist genau diese Brücke, die ich angesprochen habe, die ich nicht abreißen möchte. Weil wir sie so wahrscheinlich nie wieder hinkriegen würden. Und das wäre schade. Ich finde, die ist relativ charakteristisch für den ganzen Bahnhofsbereich. Das wäre nicht wirklich cool gewesen, wenn das Teil weg gewesen wäre. So, wir müssen, glaube ich, links. Jawohl, sehr schön. Dann fahren wir hier nämlich auf dem neuen Weg. Und das ist tatsächlich so Kopfsteinpflaster. Finde ich aber cool. Passt doch zu so einer Straße, die, ja, die gibt es halt schon seit Ewigkeiten. Also, die wurde natürlich gebaut, bevor die Autobahn da gebaut wurde. Und deswegen haben sie ja noch so Pflastersteinzeugs benutzt. Er kann ja trotzdem 50 fahren. Und das ist eigentlich auch in Ordnung, weil wir sind in der Stadt drin. Da muss er gar nicht schneller fahren. Wehe. Da kommt die Polizei. Wir haben hier zwar keine, kann man aber natürlich auch noch installieren. Warum nicht? Dann haben wir ja auch noch ein paar Hubschrauber und Co. Das wäre gar nicht so schlecht. Wobei die Hubschrauber sind, glaube ich, von der Feuerwehr. Aber auch das kann man natürlich noch hinstellen. Nur, ich wollte halt nicht unbedingt jetzt in jeder größeren Stadt diese Sachen machen. Die haben wir jetzt in Frankfurt gemacht. Aber können tut man das natürlich trotzdem, dass man die auch sonst noch verwendet. So, und jetzt geht es hier tatsächlich in diese neue Konstruktion rein, in die Autobahnabfahrt.
Da werden wir natürlich dann auch noch LKWs und Busse installieren, die hier reindüsen. Oder hier langdüsen zumindest. Interessanter Sound von diesen Fahrzeugen. So, hier auf den Damm rauf. Dann direkt auf die Brücke und schön da unten der Turbo. Der lässt sich das nicht nehmen, dass er sich auch nochmal schnell zeigt. Ui, da kommt ein Flugzeug und da hinten fährt schon wieder ein Stadler-Kiss. Und der TGW rast auch noch gleich durch. Ja, ist schon cool. Jetzt kann man mittlerweile auf der Anlage eigentlich hingehen, wo man will. Also irgendwo sieht man trotzdem Züge. So, hier auf die Landstraße. Und da würde ich sagen, steigen wir mal aus, weil das geht jetzt einfach aus der Stadt raus. Mir ging es primär darum, dass wir wirklich mal sehen, wie das so ist. Wenn man hier durchdüst. Wo war es denn gleich nochmal? Hier oben. Dieser Bereich hier mit der Autobahn. So, jetzt habe ich ihn gefunden. Da haben wir aber auch noch Spuren der Vergangenheit. Die können wir eigentlich auch noch schnell beseitigen. Dann geht das nicht vergessen. So, hier auch noch ein bisschen. Und hier oben noch ein bisschen. Dann haben wir das. Und dann gehen wir in die andere Richtung. Einmal quer über die Map rüber. Und machen hier hinten noch die Busse. Und dann bin ich tatsächlich gespannt, ob wir hier nicht vielleicht früher oder später... Oh, ein Autobahnkreuz. Ob wir nicht vielleicht früher oder später tatsächlich noch ein paar Passagiere haben. Dieses Autobahnkreuz, das war ja ein Versuch. Da hieß es schon mal, dass das nicht angeschlossen ist. Ja, das ist richtig. Das wird wahrscheinlich auch nicht angeschlossen werden, weil mit der Autobahn, sieht man hier, sind wir hier eh schon oben durchgefahren. Man könnte es aber trotzdem stehen lassen und vielleicht irgendwie nochmal ein Zollgebäude hinstellen. Weil das Teil habe ich gebaut, als das Spiel abgestürzt ist und ich den Spielstand nicht mehr starten konnte, war ich nicht sicher, ob es nicht an diesen Kreuzen liegt. Deswegen haben wir das hier hingemacht. Und dann halt gespeichert und geguckt und das Spiel läuft da immer noch. Also an den Kreuzen liegt es tatsächlich nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum da das Spiel oder der Spielstand nicht mehr funktioniert hat. Keine Ahnung. So, also hier Bahnhof auf der Seite. Machen wir doch gleich mal eine Bushaltestelle hin. Zack, einmal hier. Steht sogar halbwegs richtig. Dann geht das nach hier vorne und dann würde ich sagen, wir könnten die doch eigentlich sogar hier durchschicken, denn hier fährt niemand. Die fahren, also die anderen Busse fahren da alle unter der Brücke durch. Wir lassen euch mal nach hier unten fahren, dann bräuchte ich kurz die Linie, damit ich sehe, ob die Leute irgendwie umsteigen können. Ja, da haben wir den ganzen Bereich noch nicht wirklich gemacht. Sollen wir das nicht noch angehen? Ich würde sagen, das machen wir doch, das verbinden wir. Also, machen wir hier eine Haltestelle. Machen wir hier oben. Moment, ich brauche die Linie nochmal, damit ich sehe, wo haben wir schon Busse. Also dann gehen wir hier lang. Gehen hier oben lang. Düsen hier lang. Gehen hier rüber. Dann hier unten wieder zurück. Ja, vielleicht sogar hier. Okay, und dann hier wieder in die Straße rein und wieder zurück, genau. Gut, das wäre okay. Wir brauchen eine neue Linie. Viel mehr Haltestellen würde ich gar nicht errichten. Die Linie, die würde dann von hier unten langdüsen. Nach hier oben. Und dann, wo sind unsere neuen Haltestellen? Das wäre dann hier. Dann hier oben. Dann geht das hier lang. Dann hier lang. Dann, ich glaube, hier waren wir noch. Oder gehört das zu irgendwas anderem? Nein, dann hätten wir die Linie ja eingezeichnet. Wobei, irgendwas ist da eingezeichnet. Die Autobahn, die Fake-Autobahn. Okay, alles klar. Aber das ist egal, wenn die sich begegnen. Das tut keinem weh. So, und von hier eigentlich wieder zurück. Das würde eigentlich schon soweit passen. Gut, jetzt wollen wir aber das Ganze natürlich auch noch in die andere Richtung haben. Das heißt, wir müssten jetzt hier hin und jetzt wieder zurück. Und zurück würde heißen zuerst die 8. Die 7, die 6, die 5, die 4, die 3, die 2 und dann wieder zum Ausgangsbahnhof. Okay, dann hätten wir das. Dann können wir das auch vernünftig benennen. Das ist einfach Bus. Wo sind wir denn hier? Wie heißt das Städtchen? Das müsste eigentlich Stecherschleuse sein. Ja, das ist auch Stecherschleuse. Dann ist das einfach Bus, Stecherschleuse. Machen wir hier eine 2 draus. Okay. Passt. Wir bauen ein Depot. Haben wir hier unten eins? Nö, haben wir nicht. Wo haben wir denn hier ein Depot? Irgendwo haben wir eins. Wäre halt schon einfacher, wenn man das Ganze eingeblendet hätte hier oben. Dann wüsste man es, weil die Wegpunkte kann ich rausnehmen. Bus- und Tramhaltestellen falsch. Wir brauchen die Depots. Da. Das müsste doch ein Straßen... Nee, das ist tatsächlich ein Tram-Depot. Da haben wir so ein Teil.
Okay, einmal Straßenfahrzeuge kaufen, Passagiere. Auch irgendwas von hier unten. Ride Streetcar. Haben wir das Teil schon? Fährt das schon irgendwo rum? Das ist natürlich so irgendwie so ein futuristisches, hochmodernes. Das würde ich gerne hier haben. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir das nicht tatsächlich schon irgendwo haben. Ich wüsste nicht. Es würde vielleicht nach Frankfurt oder so passen. Aber mein Gott, jetzt werden das halt die Busse hier in Stecherschleuse. Mal gucken, ob sie funktionieren. Jawohl. Gerne auch eine ganze Ladung. Und dann schicken wir euch gleich auf die Piste. Busstecherschleuse 2. Und dann wollen wir mal gucken, wie ihr so aussieht. Da kommen sie raus. Ja, gesehen habe ich die auch schon. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir die hätten. Also nicht auswendig. Da müsste ich tatsächlich noch mal kurz gucken. Wir können wieder zumachen. Ja, sollen wir hier auch noch mitfahren? Ich würde sagen, könnte man eigentlich machen. Zumindest einen gewissen Bereich. Dann sind wir nämlich in Stecherschleuse auch mal wieder unterwegs gewesen. Auch das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. So, und hier, dann sehen wir auch die Busse von außen noch mal ein bisschen. Das ist natürlich immer der Vorteil. Deswegen steige ich gerne nicht gleich beim ersten Fahrzeug ein. Sondern, ja, bei einem, das ein bisschen hinten dran ist. Dann sieht man nämlich die anderen Fahrzeuge eben auch noch ein bisschen. Gibt es diesen Bus tatsächlich? Weiß das jemand? Also für mich sieht der so aus, als wäre das irgendwie so ein Prototyp. So irgendwie von irgendwas, was später mal auf den Markt kommen soll. Also er sieht halt einfach sehr, ja, wie gesagt, futuristisch aus. Hier, im Gegensatz zum Tram, das hier lang fährt. Auch schön. So, hier waren wir vor Ewigkeiten wahrscheinlich das letzte Mal unterwegs. Und hier stehen ordentlich Leute. Das ist cool, dann sieht man, das passt. Die Hälfte davon sind Arbeiter. Also irgendwie hat das tatsächlich noch nicht so ganz gefruchtet mit diesem Update. Wobei, hier bessert es dann wieder. Und vor allem, hier sitzt keiner mitten auf der Straße. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht ist der andere, den wir da oben gesehen haben, in Heisenberg City, tatsächlich einfach übrig geblieben. Festgefroren. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. So, schade, wir kommen natürlich am Bahnhof nicht vorbei. Das wäre natürlich auch noch schön gewesen. Aber dann hätten wir halt die Linie entsprechend machen müssen. Ich habe die jetzt ganz bewusst einfach mal so gemacht. Mehr oder weniger random. Weil wir hier, wie gesagt, keine Brücken in dem Sinn haben, wo wir jetzt unbedingt mal noch rüberfahren müssten. So, langsam, langsam, langsam. Auch Arbeiter sind Menschen. Wir bremsen auch für Arbeiter. Wäre auch noch schöner, wenn nicht. Vor allem, das gäbe Knast, wenn du da einfach Gas gibst. Und auch das zu Recht. So, da Bahn. Da sieht man sie eben doch noch. Ja, jetzt fahren wir natürlich links, damit wir die Bahn nicht sehen. Grummel. Aber ist cool. Ist ein kleines Städtchen. Aber irgendwie eben halt doch auch mit einem gewissen Charme. Weil es nicht topfeben ist, sondern es geht ein bisschen rauf und runter. Aha, da kommt ein Kollege von da hinten. Wie geht das denn? Oder fahren wir jetzt hier links? Ne, wir halten hier. Ah, wisst ihr was? Wir begeben uns erst jetzt auf die richtige Strecke. Das andere davor war einfach der Weg vom Depot hier zur ersten Haltestelle. Oh, schön, die Straßenbahn. Das ist ein sehr, sehr schönes Exemplar, muss ich schon sagen. Richtig schön oldschoolig. So, hier geht's Richtung Flughafen. Wenn wir jetzt natürlich Pech haben... Ach, Moment, jetzt habe ich nicht geguckt. Wir wollten ja, dass die... Ja, hier, genau, dass sie hier rüberdüsen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt Pech haben, warten wir 3 Tage und 4 Nächte. Aber wir haben Glück gehabt, kein Güterzug, kein Personenzug. Schwein gehabt. So, wir steigen mal aus, weil die restlichen paar Meter, das bringt gar nichts. Und es bringt wahrscheinlich auch nicht viel jetzt zu gucken, ob schon jemand mit den Personenzügen mitfährt. Weil das, ja, das ist zu kurzfristig gedacht. Das muss ja zuerst mal anlaufen. Wenn jetzt hier gerade einer stehen würde, hätte ich jetzt aus Neugierde mal geguckt. Kommt hier nicht gerade einer? Man könnte ja doch mal schnell schauen. Irgendwo muss doch hier so ein Zug sein. Ich weiß, ich könnte mit dem Linienfenster-Dingens könnte ich den relativ schnell finden oder einen davon. Aber ich dachte gerade, die sind eigentlich so lang, aber ich finde nicht mal mehr die Strecke. Heiliges bisschen. Moment, ich mache mal kurz doch diesen hier. Interessiert mich jetzt einfach. Dann brauchen wir hier aber die Züge. Moment, oder alle, ist eigentlich egal. Ja, nee, ist nicht egal. Dann haben wir ein paar Linien mehr. Wo haben wir denn hier? 1 Kilometer Dingens. Zu Köln. ICE, ICE, ICE. Wir sind zu weit draußen. Moment, das machen wir anders. Wir gehen hier runter. So, jetzt müsste es doch zu finden sein. Da haben wir es doch. Okay, 0, 0. Ja, eben, hätte mich gewundert. Aber es kann tatsächlich sein, dass der ein oder andere vielleicht mal einsteigt. Wenn er natürlich eine Direktverbindung möchte von hier quer rüber über die Map, dann macht das meiner Meinung nach
durchaus Sinn. So, was wir jetzt heute halt nicht mehr schaffen, ist hier frei platzierbare Stadtgebäude hinstellen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Und da machen wir hier aus diesem Bereich hier wirklich die Agglomeration in die Richtung. Und gucken mal, wie das dann aussieht von der Fläche her. Wahrscheinlich relativ cool. Und primär geht es mir eben darum, dass hier ein bisschen Leben reinkommt. Wir werden dann hier auch noch ein paar Straßen langziehen, damit hier nicht einfach nur Block an Block ist, damit das Ganze auch ein bisschen Struktur hat. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.